Willkommen zum Orgelkonzert am Ostermontag. Zum ersten Mal präsentieren wir Ihnen hier aus St. Lukas ein digitales Konzertformat, ungeschnitten und mit allen Umweltgeräuschen, ganz so wie im echten Konzert. Zu Beginn hörten Sie den Eröffnungssatz des vierten Orgelkonzertes von Georg Friedrich Händel. Die originelle Übertragung für Orgelsolo stammt von William Thomas Best, einem Star der Organistenszene des viktorianischen Englands. Die nun folgenden drei Stücke widmen sich österlichen Choralthemen. Zunächst die Choralbearbeitung »Christ lag in Todesbanden« von Johann Sebastian Bach. Sie gehört zu den sogenannten Kirnberger Chorälen. Johann Philipp Kirnberger war vermutlich ein Schüler Bachs und sammelte leidenschaftlich. So finden sich in seinem Nachlass etliche Werke diverser Komponisten, wie eben auch die Bachschen Choralbearbeitungen. Die österliche Sequenz Victime Paschali Laudes, die Sie später noch hören werden, bildet die Basis für den Choral. Mit Siegfried Karg-Ehlert treffen wir auf einen Komponisten, dessen Musik in England und in den USA sehr geschätzt war, aber hierzulande im Schatten des großen Max Regers stand. Karg-Ehlert war sehr weltoffen orientiert. Jedoch wurde ihm gerade diese Weltoffenheit im aufkeimenden Nationalsozialismus der 1920er und 30er Jahre zum Nachteil. Nach seinem Tode 1933 wurde er in das berüchtigte Lexikon der Juden in der Musik aufgenommen. Zwar wurde dieser Eintrag später wieder gelöscht, bewahrte seine Musik jedoch nicht vor dem Vergessen. Erst seit rund 4 Jahrzehnten erlebt seine Musik eine Renaissance, eine Musik, die sich auf unserer Steinmeier-Orgel von 1932 ideal darstellen lässt. Thank you.
Thank you.
Ein kleiner musikalischer Abstecher führt uns nach Schottland. Dort lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der blinde Organist Alfred Hollins. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er allerdings in Deutschland, nämlich in Frankfurt und in Berlin. Als Orgelvirtuose unternahm er Konzerttourneen in aller Welt und spielte den großen Konzerthäusern von Australien, Neuseeland, den USA und in Südafrika. Als Kirchenorganist war er hauptsächlich in Edinburgh tätig. Für Orgel hat er ein großes Schaffen hinterlassen. Zwar mag seine Musik für unsere deutschen Ohren ein wenig nach gehobener Salonmusik klingen, aber sie wartet durchweg mit harmonischen und technischen Raffinessen auf. Thank you.
Charles Tournemire war zu Lebzeiten ein gerühmter Organist und Improvisator. Er hatte die Organistenstelle an der Pariser Kirche Sainte Clotilde inne und war Professor für Kammermusik am Pariser Konservatorium. 1930 improvisierte er über die österliche Sequenz Victimae Paschali Laudes. Diese Improvisation wurde auf Schallplatte aufgezeichnet und später von seinem Schüler Maurice Durufflet abgehört und zu Papier gebracht. Die Sequenz, die Sie gleich vorab hören werden, besingt die Auferstehung Jesu. Tournemire lässt sich vom Bild des Kampfes zwischen Tod und Leben inspirieren. Mors et vita duello, wie es in der Sequenz heißt. Seine Musik ist wie eine dramatische Predigt, die von der reglosen Stille der Grabeshöhle, vom Winden der alten Schlange und vom triumphalen Sieg Christi über den Tod erzählt. Victime Paschali Laudes, immolent Christiani. Agnus redimit nobis, Christus innocens patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivo. Hic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulchrum Christi viventis, et gloria